Mein Name ist Max Blasius, ich bin stellvertretender Pressesprecher der Feuerwehr Sprockhövel. Wir sind im Kreuzungsbereich der Haslinghauser Straße mit der Hillinghauser Straße. Und kurz vor 12 Uhr mittags ereignete sich hier ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Dabei wurde der Motorradfahrer mitsamt Maschine unter einer Leitplanke eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel hat umgehend mit der technischen Rettung des Verletzten begonnen. Durch den Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät ist es uns gelungen, den Verletzten aus seiner Lage zu befreien und der notärztlichen Versorgung letzten Endes zuzuführen. Der Rettungshubschrauber wurde aufgrund des Unfallmechanismus und der vermutlichen Schwere der Verletzung vorsorglich zur Einsatzstelle alarmiert. Derzeit wird der Schwerverletzte im Rettungswagen stabilisiert und im Anschluss an eine Klinik transportiert. Ob das bodengebunden oder mit dem Hubschrauber erfolgt, ist derzeit noch nicht klar. Ja, wir haben die Leitplanke mit sogenannten hydraulischen Stempeln angehoben. Dadurch haben wir ein Widerlager auf dem doch etwas weicheren Grund erst erzeugen müssen. Dann haben wir die Leitplanke Millimeter für Millimeter angehoben und diese gleichzeitig mit Unterbaumaterial stabilisiert, sodass weitere Verletzungen des Verunfallten möglichst vermieden worden sind.